Eine der stärksten Powerfrauen, die ich überhaupt je kennengelernt habe. Sie hatte immer ihr Ziel vor Augen und hat sich immer für die Werte der Sozialdemokratie eingesetzt. Ein Symbol für die Zukunft. Frauen wie mich sieht man kaum in der Politik. Ich bin nicht in einer Akademikerfamilie geboren. Ich bin nicht in einer reichen Familie geboren. Ich hatte nicht viele Vorbilder, zu denen ich aufschauen konnte. Heute kandidiere ich für den Wiener Gemeinderat. Heute will ich ein Vorbild für alle sein, die keines haben. Als älteste von 4 Kindern einer Migrantenfamilie aus der Demokratischen Republik Kongo habe ich früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich weiß auch, wie es ist, am Boden zu liegen. Ich habe die Schule abgebrochen, weil sie mir gesagt haben, dass jemand wie ich es nicht schaffen kann. Ich habe gekellnert, im Callcenter gejobbt und habe mich als Verkäuferin über Wasser gehalten. Am Ende jedes Monats war meistens kein Geld mehr übrig. Ich weiß, wie es ist, am Tiefpunkt anzukommen und nicht mehr weiter zu wissen. Ich weiß aber auch, wie es ist, wieder aufzustehen. Ich habe meine Matura nachgeholt, ich habe meinen Traum erfüllt und Medizin studiert. Heute bin ich Ärztin, Mutter und Politikerin. Niemand hätte mir das zugetraut, aber heute stehe ich aufrecht da und will für alle kämpfen, denen es einmal so ging wie mir. Ohne Unterstützung hätte ich es aber nie geschafft. Mein Mann hat mich unterstützt, meine Familie, meine Freunde und Wien. In Wien sind solche Wege möglich. In Wien ist Wohnen leistbar. In Wien ist Bildung leistbar. In Wien wird denen, die am Boden liegen, die Hand ausgestreckt und hochgeholfen. Wien ist sozial und diesen Weg möchte ich weitergehen. Ich will die Stimme für diejenigen sein, die nicht gehört werden. Ich will die Türen öffnen für alle, die heute nicht repräsentiert sind. Ich will euch den Weg ebnen, damit es in Zukunft normal ist, Frauen wie mich und euch in der Politik zu sehen. Mein Name ist Mira Ngosu und ich brauche eure Unterstützung. Eure Vorzugsstimme am 11. Oktober, Listenplatz Nummer 27. Es ist Zeit für eine von uns.